Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mit einer meiner neuen Morgenroutine. Der ein oder andere, der mir vielleicht auf Instagram oder Twitter folgt, aktiv, der wird gesehen haben, dass ich in letzter Zeit öfters mal so was poste, was ich gemalt habe. Ich habe mir gedacht, ich verwende mal diesen neuen Pen, den ich mir besorgt habe. Ist kein Original Apple Pen, aber ein Fake Apple Pen. Und den habe ich mir besorgt. Der hat auch keinerlei Funktionen Bluetooth-mäßig. Der kann auch überhaupt nichts. Falls ihr einen Pen braucht, der nichts kann, checkt das hier mal ab. In der Videobeschreibung seht ihr den. Mit dem probiere ich mich jetzt in letzter Zeit aus. Mache immer wieder mal ein bisschen neue kreative Projekte. Irgendwas, wo ich versuche, einfach die Linien zu zeichnen und einfach auch irgendwie zu lernen, diese feinmotorischen Moves mit dem Stift und die Übersetzung auf dem Display. Aber es ist gar nicht so einfach, meine Freunde. Hier ist auch ganz interessant. Falls ich das noch, ich glaube, das habe ich hier auf dem Kanal noch gar nicht gezeigt. Also, das sind so Sachen, die seht ihr, wenn ihr mir auf Twitter oder Instagram folgt. Das ist hier zum Beispiel mal eine Mütze gewesen. Und das habe ich jetzt umgeformt zu einer iPad-Tasche mit Stiftfach. Ziemlich fresh, oder meine Freunde? So habe ich das immer schön mit dabei, wenn ich unterwegs bin und so. Und heute wollte ich wieder so mal ein bisschen einen kleinen Impuls geben. Ich mache mir seit jetzt ein paar Wochen immer Gedanken, was kann ich morgens machen? Vor kurzem habe ich dieses Morgenroutine-Video gemacht, wo ich gemeint habe, ich möchte jetzt einfach in nächster Zeit früher aufstehen. Und das ist jetzt so eine der Routinen, die ich morgens mache, beziehungsweise auch noch was anderes erzähle ich euch gleich. Und meine Idee war ja schon vor knapp einem Monat, wo ich das Video veröffentlicht habe, dass ich jetzt einfach morgens immer Dinge machen möchte. Also jeden Morgen ein bisschen was in die Richtung, was mir irgendwie neue Ideen gibt. Vielleicht was malen, vielleicht was bauen, Filme schneiden, rausgehen. Auch rausgehen und das Sonnenlicht genießen. Vielleicht auch dran denken, früh was Gutes zu essen und überhaupt was zu essen. Und vielleicht auch nicht zu viel Kaffee, wie ich das immer sehr gerne mache, sondern auch mal einen Tee zum Beispiel. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir die ersten Gedanken, die wir früh haben, möglichst ohne Social Media verbringen und dass wir selbst herausfinden, was wir heute machen werden und uns erstmal festlegen, was wir machen wollen, bevor wir herausfinden, was alle anderen gemacht haben und uns vielleicht irgendwie so zuballern mit Ideen. Ich bin für Stories erst ab 12 und niemals im Bett aufstehen und direkt ans Handy gehen. So, das sind so ein paar Rules. Ich teile das ja auch mal mit euch, damit ich mich auch selbst dran halte. Genau, könnt ihr noch mehr von meinen Werken, seht ihr noch ein bisschen mehr, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgt. Ich wollte noch mit einem kleinen neuen Format eigentlich anfangen, weil ich das jetzt öfters gesehen habe bei anderen YouTubern und bei Hey Stefanie, auch aus Nürnberg, die immer einen Vlog macht, zum Beispiel einen Sommervlog oder einen Herbstvlog, bei denen sie verschiedene Dinge, die sie erlebt hat in einem Monat, mit einblendet, ein bisschen dazu erzählt. Und ich dachte mir, ich habe sowas vor langer Zeit gemacht, aber ich würde das gerne mal wieder ein bisschen ausprobieren. Und als Dankeschön für die Inspiration dachte ich mir, ich habe mir im Etsy-Shop direkt ein paar schöne Karten besorgt, denn Stefanie hat einen Etsy-Shop, wo ihr diese verschiedenen Illustrationen finden könnt. Und dann dachte ich mir, ich finde es immer cool, wenn man Künstler vor Ort, also gerade lokal Menschen, die hier in der eigenen Stadt leben und die eigene Stadt so ein bisschen bunter machen, wenn man die supportet. Und vielleicht habt ihr Bock, einfach da mal vorbeizuschauen auf Etsy. Ich verlinke das Ganze mit unten in der Videobeschreibung. Ja, ich habe gesagt, wir starten jetzt mal. Ich habe euch gezeigt, die Morgenroutine. Das ist einmal hier dieses Ding, wo ich immer ein bisschen zeichne. Aber ich habe auch nochmal wieder was Neues gefunden. Und zwar eine 3D-Modellier-App fürs iPhone. Finde ich ganz cool. So habe ich mir gedacht, immer wenn ich jetzt unterwegs bin, weil es hat mich immer ein bisschen aufgeregt, dass ich unterwegs war und zu viel gescrollt habe. Oder auch einfach viel geschrieben habe auf Twitter, Instagram und kommentiert habe und so. Das finde ich auch ganz wichtig. Aber ich wollte mal wieder so eine neue Routine haben, bei der ich mich einfach mit irgendwas ganz Freiem beschäftige, etwas zeichne oder etwas bewege und verschiebe und was bauen kann. Und kam kurzerhand zu dieser 3D-Modellier-App, die verdammt cool ist. Da habe ich jetzt verschiedene Sachen ausprobiert und fahre so eben manchmal so ein bisschen Straßenbahn oder sitze in der Badewanne und mache einfach mal ganz kurz statt wieder völlig viele neue Impressions in mein Hirn zu bekommen, mache ich ein bisschen 3D-Modellieren am Phone, 10-20 Minuten und daraus
mache ich dann meistens noch irgendwie einen Zeitraffer, also mache eine Bildschirmaufnahme, filme das Ganze, schneide das Ganze dann mit Beat zusammen und packe das auch mit in meine Instagram-Story oder auf Twitter. Das war schon mal ein Ding. Dann habe ich mich mal wieder an Kerzen gemacht. Das finde ich so gut. Ich habe mir vor längerer Zeit mal ein paar Figuren geholt. Einen Moment. Und zwar habe ich unter anderem, ich habe mir zwei Figuren geholt. Einmal so ein Häuschen. Das ist einfach, kann man da unten ein kleines Loch reinmachen. Dann kann man das da eingießen, kann bestimmte Sachen mit reinmachen. Und es ist richtig schön. Da habe ich letztens schon ein richtig sweetes Häuschen gemacht mit einem roten Dach und einer braunen Hauswand und so. Heute habe ich mir ein weißes Häuschen gemacht mit Lavendeldach aus Steinberg am Rofan, meine Freunde. Genau. Haben mir gedacht, mach jetzt noch ein bisschen mehr kleine Häuschen. Finde ich richtig, richtig sweet. Das ist dann einmal die Form. Da kriegt ihr dann das raus. Das verlinke ich auch mal mit unten, falls ihr sagt, ihr wollt irgendwie diese Formen haben. Und dann habe ich mir noch eine andere Form geholt. Dachte mir, wir machen jetzt fancy Kerzen. Das ist irgendwie so eine, wenn ihr da reinschaut, hat das so ein bestimmtes Muster mit drin. Das Ganze ist so groß wie eine Hand fast. Haben gedacht, falls man mehr Kerzenreste hat, dann kann man mehr verwerten und das irgendwie schneller verwerten. Genau, dafür habe ich mir natürlich auch noch einen Docht geholt. Muss man sich auch eigentlich wahrscheinlich nur einmal holen und dann hat man da erstmal lange, lange ausgesorgt. Und hier seht ihr noch meine aktuellen Kerzenreste, die ich noch über habe. Wer mir ein bisschen zugeschaut hat, wird wahrscheinlich schon herausgefunden haben oder gemerkt haben, ich habe einmal bei meiner Tour mit dem E-Roller durch die Südstadt, habe ich schon im Südfriedhof mal viele Kerzenreste im Müll gefunden. Also die Menschen schmeißen oft Kerzen einfach weg, die auf einem Grab lagen. Und manchmal sind da vielleicht noch irgendwie so ein Drittel der Kerzen noch vorhanden. Dachte ich mir, wir werden in nächster Zeit mal öfters ein bisschen herumcruisen. Ich habe auch auf dem Westfriedhof noch geguckt und letztens auf dem Friedhof Wörth, der gleich hier um die Ecke ist, den habe ich auch eingefangen. Und habe mir gedacht, wir werden mal schauen, ob wir viel Wachsreste finden und versuchen aus denen vielleicht so kleine Häuschen zu machen, die man dann jetzt auch an Weihnachten verschenken kann. Vielleicht mal auch an alle weitergedacht, wenn ihr Kerzenreste habt, entweder ihr sagt Bescheid oder ihr macht selbst einfach mal irgendwas und besorgt euch auch so eine Form oder findet irgendwas anderes. Gibt auch andere Sachen, wo man eben Wachs reinfüllen kann. Ich fand ganz cool hier ein kleine Story mal kurz. Ich war nämlich letztens in Erlangen, wo ich auch wieder Kerzen gemacht habe. Und da haben wir unter anderem, das war so eine Sinopret-Verpackung von Medikamenten. Und das war ganz lustig, weil es dann natürlich diese durchgedruckten Buchstaben und auch teilweise Brailleschrift und sowas alles mit durchdruckt. Und so eine Kerze im Block ist eigentlich auch was Schönes. Ne? Müsst ihr nur ganz vorsichtig anfangen und dann Step by Step hoch, damit nicht die Verpackung zu schnell nass wird und dann irgendwie reißt oder so. Das ist eine andere Kerze, hat die Lisa gemacht, die ich besucht hatte. Das war sogar aus einer Form, aus so vorgeformten Air Dry Clay eingefüllt wurde. Und ja, jetzt seht ihr, so ein bisschen schräg. Bin nur gespannt, wie die abbrennt. Und beste Erkenntnis war auch, wenn ihr Wachsmalstifte habt und nicht wisst, was ihr mit den ganzen Wachsmalstiften machen sollt, dann hebt sie euch auf jeden Fall auf, weil man kann damit richtig schön das Kerzenwachs einfärben und das wäre natürlich eine coole Sache. Deswegen habe ich mir extra hier ein paar neue Wachsmalstifte geholt und habe aber auch überlegt, das so muss man auch mal teilweise mal ein bisschen zum Malen benutzen. Ja. Demnächst mehr machen wir, zeige ich euch auch noch einen kleinen Vlog dazu, werde ich noch machen. Und ihr habt ganz am Anfang gesehen, ich habe ein kleines Bild mir aufgehängt, das ist nämlich von der Tochter von der Saskia. Das habe ich als Geschenk letztens bekommen. Und die Pflanze ist aus dem Gemeinschaftshaus, aus
dem Gemeinschaftshaus in Langwasser. Also falls ihr da mal seid, so ein richtig cooler Ort. Pflanzen zum Tauschen, Bücher zum Tauschen, Plätze, wo man sich schön hinsetzen und arbeiten kann. Also unbedingt mal reinschauen. Und im Gemeinschaftshaus, im kleinen Saal, hat Saskia von Digital Art by Saskia ihre erste Vernissage eröffnet. Die ist jetzt erstmal bis Januar geöffnet, da könnt ihr mal reinschauen. Ich glaube, samstags ist es auf jeden Fall geöffnet, hin und wieder teilweise auch die Woche über. Und falls ihr nicht das Ganze noch nicht kennt, könnt ihr auf jeden Fall mal bei der Saskia vorbeischauen. Sie beschäftigt sich seit 2 Jahren damit, Kunst aus Müll auf der Straße zu machen. Das heißt, sie findet den Müll auf der Straße, fotografiert ihn ab und generiert daraus dann digitale Kunst mit verschiedenen Apps, die sie dabei verwendet, die dann Dinge verzerren, verpixeln oder teilweise in so richtig schöne Blumen umwandeln oder eben mit so einer Kaleidoskopfunktion und so. Ich habe sie auf jeden Fall begleitet, habe das Ganze auf Video eingefangen, werde dazu auch mal demnächst noch einen Vlog zeigen, weil wir haben auch mal einen kleinen Cleanup gemacht und uns danach die Ausstellung angeschaut. Und ich blende mal ganz kurz schon mal ein bisschen was ein, was wir angefangen haben vom Aufbau. So, meine Freunde, und jetzt sind wir wieder bei einem super aktuellen Thema. Aktuell seit 10 Jahren Lebensmittelverschwendung passiert jeden Tag bei uns. Und ja, ich habe wieder mal ein paar neue Anfragen reingekriegt. Einmal hat sich irgendwie mal wieder jemand von RTL gemeldet. Und dann habe ich auch nochmal ein Interview gehabt mit jemandem von Parabol. Nach dem Interview am Telefon wurde ich eingeladen und wir haben zusammen eben aus etwas, was ich containert hatte, einen Tag zuvor. Leckere Suppe und einen Obstsalat gemacht. Und haben das dann zusammen gegessen. Und daraus wird wahrscheinlich wieder ein kleiner Vlog auf dem Kanal Polaris. Da freue ich mich schon drauf. Und ich bin jetzt seit ein paar Monaten wieder ein bisschen aktiver unterwegs, was das Containern angeht. Das heißt, ich produziere wieder ein bisschen mehr Inhalte auf Dumpster Diving Art, dem Instagram-Kanal, den ich extra dafür geschaffen hatte, und versucht da wieder ein bisschen aktiver zu sein. Es kommt immer darauf an, wo ich eben gerade bin, wo ich gerade wohne und wie ich Platz habe und Möglichkeiten habe, die Sachen auch zu verstauen, zu verarbeiten. Genau. Und natürlich, wie immer, wie mich Leute unterstützen und helfen. Und da hilft mir auch der Daniel immer wahnsinnig gut. Da starten wir immer so mindestens einmal die Woche durch, sammeln dann immer ein bisschen ein, fahren dann herum. Mittlerweile auch teilweise mit unseren E-Rollern zum Containern, stromsparend und nachhaltig Containern gehen. Da finde ich auch immer wieder interessant, da kriege ich manchmal so Anfragen von Leuten rein. Und wenn ihr selbst Content Creator seid und Sachen rausstellt und über Sachen aufklärt, müsst ihr euch das so vorstellen: Ihr werdet immer wieder Anfragen zu etwas bekommen. Leute interessieren sich für das, was ihr macht. Und kriegt dann irgendwie alle paar Tage eine Mail von verschiedenen Menschen, Leute, die euch nicht kennen und einfach fragen: Hey, yo, ich habe gesehen, du containerst und wo kann man containern gehen? Und dann antwortet man den Leuten. Und manche fragen, wo es Plätze gibt, manche fragen, ob sie mitkommen können, manche fragen, ob sie ein Interview machen können. Und das ist aber gar nicht so easy, weil manchmal melden sich diese Leute eben dann auch, wenn man ihnen antwortet, nie mehr zurück. Ja? Dazu nochmal demnächst ein bisschen mehr. Und ein Video pro Monat würde ich gerne zum Thema Containern machen. Einfach mal auch vielleicht ein bisschen die Touren einfangen, wenn ich unterwegs bin. Ein bisschen von den Tonnen zeigen, die ich entdecke. Und werde auch demnächst mal wieder ein bisschen zeigen, was ich bei einer Tour gefunden habe. Falls ihr selbst sagt, Containern ist euch zu krass und ihr würdet niemals losziehen, denkt auch mal dran, man kann auch Foodsharing gehen. Und das heißt, es gibt überall Verteiler, wo Menschen von Supermärkten und anderen Organisationen, wo es eben Kollabos gibt, Essen einsammeln und dann an den Verteiler bringen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, eben bei diesem Verteiler dann das Essen abzuholen. Gibt manche, da gibt es nur Brot, gibt andere, da gibt es nur
gibt es Obst und Gemüse. Und schaut auf jeden Fall mal bei Foodsharing vorbei. Gibt es auch immer Gruppen auf Facebook und vielleicht entdeckt ihr da etwas in eurer Nähe. Und ich muss auch echt sagen, also manchmal würde ich irgendwie eher Foodsharing gehen, weil es einfacher ist, natürlich. Aber ich denke mir natürlich auch, es ist wichtig, dass wir dieses Thema mit der Lebensmittelverschwendung und gerade bei Supermärkten noch weiter aufklären. Und deswegen mache ich das. Aber immer dran denken, ist natürlich noch illegal. Und deswegen macht euch nicht strafbar, geht Foodsharing und macht da was Gutes. Aber denkt auch dran, ihr könnt die Leute ein bisschen unterstützen, die diese ganzen Sachen machen. So, meine Freunde, abschließend. Momentan bin ich wieder viel mit der 360-Grad-Kamera unterwegs. Und wenn ihr sagt, irgendwie, ihr habt noch Bock oder irgendwie im Dezember Lust, ein kleines Projekt zu starten, vielleicht im 360-Grad-Style entweder eine Führung zu machen oder 360-Grad-Bilder von eurer Location oder eine Tour in 360-Grad für Google Maps oder irgendwelche anderen Späße, die man filmen kann, sagt einfach Bescheid und vielleicht komme ich vorbei. Wir sind selbst ein bisschen dafür verantwortlich, ob wir schöne Dinge erleben, ob wir losgehen, Sachen machen. Deswegen an jeden mal weitergegeben, immer rausgehen und mal ein bisschen was starten, jeden Tag eine kleine gute Aktion machen und für die Zukunft irgendwas Schönes festhalten, auch das Ganze dokumentieren ein bisschen. Und wir selbst sind auch verantwortlich, ob wir dann diese Sachen eben nochmal anschauen, ob wir uns nochmal überlegen, wie schön war dieser letzte Monat vielleicht. Schafft ihr euch auch mal einen eigenen Monatsrückblick, vielleicht auch nur in Form von Text oder Bildern. Macht euch mal selbst bewusst, wie cool euer Monat war. So, meine Freunde, ich habe gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht es gut und eine gute Zeit. Jo, meine Freunde, noch ein kleiner Aufruf für alle, die sich denken, wie kann man das Ganze unterstützen? Ne? Wie kann ich unterstützen, dass ich vielleicht irgendwie diese Container-Themen noch mehr anpacken kann oder andere kreative Sachen noch ein bisschen mehr raustragen kann und mich ein bisschen mehr auf diese Videos hier auf YouTube konzentrieren kann? Dann könnt ihr mal einfach unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich einen Link reingepackt. Freue ich mich natürlich über jede kleine Spende oder vielleicht entdeckt ihr auch was auf meiner Wunschliste, womit ihr mich unterstützen kann. Da packe ich dann immer Sachen drauf, die ich gerade brauche. Und ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, meine Freunde.